Konnichiwa Chibis, ich habe keine Ahnung, ob ihr das jetzt gehört habt, aber dieses Mal wurdet ihr nicht von mir zuerst begrüßt, sondern von dem anderen Dexter. Ne? Der hat sich mal wieder auf meinem Schoß breit gemacht und schnurrt da fleißig vor sich hin, während ihr mir die Oberschenkel durchknetet. Ja, Oberschenkel. Ja, willkommen zurück. Ein Mindshift. Cool. Das ist jetzt Nummer, diesmal sage ich es richtig, 14. Mhm. Nicht so wie ich gestern dachte, dass es die 12 wäre, obwohl es schon die 13 ist. Wir befinden uns noch in einer der zahlreichen Schluchten, die wir gefunden haben. Ich muss mich nochmal eben versuchen zu orientieren, wo wir eigentlich das letzte Mal, ja genau, in die Richtung. Da oben ist ein Mineshaft. Das ist sehr interessant. Da könnte man vielleicht auch noch Diamanten finden. Ich möchte die Folge hier nicht zwingend künstlich in die Länge ziehen, denn ich habe etwas vor. Mhm. Ich habe gestern erst davon gesprochen, da ist noch eine Schlucht neben der Schlucht. Schlucht Inception! Dass ich irgendwann mal ein weiteres Modpack oder ein einfach. Ja. Dass ich mal ein anderes. Dass ich mal ein anderes Modpack auch probieren werde. Ich wollte mit. Ja. Es ist Sonntagnacht. 20. Oktober mittlerweile. 1.14 Uhr. Und ich bin nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Satz geradeaus ordentlich auszusprechen, wie es scheint. Oh, welch Wunder. Es scheint doch zu funktionieren. Gut, nächster Anlauf. Bevor ich hier total verblöde. Ich sagte eigentlich, dass ich mir damit noch ein bisschen Zeit lassen möchte, bis ich vielleicht eine etwas größere Community angesammelt habe. Trotzdem war ich natürlich neugierig, was gibt es da so, und da war meine Überlegung, ja, soll ich jetzt vielleicht mal mit beispielsweise Feedbeast versuchen, so Technik und so ein Kram. Wäre eine geile Sache an sich. Nur ich habe da dann doch ein bisschen so die Besorgnis, dass ich dann zu oft damit beschäftigt bin, irgendwas zu recherchieren, irgendwas nachzugucken, irgendwas nachlesen zu müssen, weil ich es nicht weiß, wie es geht oder wie man es am besten baut, ob man da vielleicht irgendwas Wichtiges beachten muss, gerade mit den ganzen Stromverbrauch und so, da muss man dann doch ein bisschen gucken. Das möchte ich noch nicht so früh starten. Das war eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich sagte, Modpack, na, ein bisschen früh. Denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Ich meine, ich bin noch ganz am Anfang. Für die, die das Video vielleicht mal gucken, in einem halben Jahr oder so, wenn schon um einiges mehr an Content von mir gebracht worden ist, mag das vielleicht ein anderes Bild haben. Ich bin noch extrem frisch. Ich bin jetzt vielleicht mal seit einer Woche dabei. Im YouTube-Kram. Wer sich das erste Video anguckt, wird die harten Anfänge sicherlich nachvollziehen können. Vielleicht habe ich mich schon, also ja, ich meine, die Nervosität ist weg. Das erste Video war ja wirklich grausam. Erstens war es von der Tonqualität her grottenschlecht. Zweitens war ich absolut nervös. Dexter, du brauchst mich gar nicht so komisch angucken. Der verdreht hier den Kopf, als würde ich irgendwie. Bin ich ein Alien oder was? Soll ich da helfen, nach Hause zu telefonieren? Okay. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Danke, Dexter. Ja, die Nervosität, genau. Die Nervosität ist weg. Mir fallen doch ein bisschen zügiger neue Themen ein, weil ich einfach ein bisschen mehr Übung in dem Ganzen habe und so. Also, ist schon mal besser geworden. Ich könnte das Gold dann noch mitnehmen. Was mir immer noch nicht gefällt. Ich glaube, ich spreche jetzt langsam aber sicher ein völlig anderes Thema an, als das, was ich eigentlich sagen wollte. Ist egal. Haken wir das auch noch schnell ab.
Ich habe schon ein paar Verbesserungen, was die Helligkeit des fertigen Videos angeht, im letzten Versuch. Da ist mir aber dann wiederum aufgefallen, YouTube dunkelt das nochmal extrem ab. Ich habe mir das Video angeguckt, als es fertig gerendert war. Da hat es eigentlich die gleiche Qualität gehabt wie jetzt, wo ich hier gerade selbst spiele. Also jetzt nicht unbedingt viel dunkler. Hab das nochmal aufgehellt, bei YouTube hochgeladen und es ist immer noch. Es ist zwar heller als die Videos vorher, noch heller als bevor ich angefangen habe, die Brightness von Minecraft selber. Ja, geh doch! Komm! Die Brightness von Minecraft selbst hochzustellen. Aber es ist für meinen Geschmack und sicherlich auch für euren Geschmack immer noch zu dunkel. Von dem her werde ich das in der nächsten Bearbeitung nochmal ein bisschen höher ziehen. Ja. Friss. Du erschreckst mich nicht. Nee. Und dann hoffen wir, dass wir endlich mal ein gutes Ergebnis erzielen. So, zurück zum Thema Mod. Ja, ich habe mich da ziemlich lange damit beschäftigt, denn genau, Feederbeast oder so, wenn ich da sehr viel recherchieren muss oder... Ich meine, ich hätte Bock. Ich hab Feederbeast schon öfters mal angetestet, aber was mich da am meisten interessiert hat, das war so die ganze Geschichte rund um die Bienchen. Ich sollte anfangen, mehr Fackeln zu verteilen, wenn es schon so dunkel ist. Also alles rund um Bienchen war toll. Das würde mich also schon reizen. Es ist nicht so, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ich habe da auf jeden Fall Bock. Nur, vielleicht bietet sich das dann auch mal besser an, wenn ich dann quasi von einem normalen Let's Play auf ein Let's Play Together umsteige. Sprich, dass ich noch mit jemand anderes zusammen das dann zock. Oder vielleicht Livestream technisch, falls ich sowas auch mal anfangen sollte. Aber so jetzt für den Anfang, so ein riesiges Pack wie Feederbeast. Oder ich habe auch geguckt, vielleicht noch irgendwie Feederbeast Lite oder vielleicht auch Tekkit. Ich meine, ich bin da jetzt nicht festgenagelt, dass ich sagen muss, ja, Feederbeast, was anderes kommt mir nicht in die Tüte. Nee, das nicht. Also ich bin da offen für alle Modpacks. Dann bin ich aber auf eine Art Modpack gestoßen, was eigentlich perfekt ist. Nein. Warum brenne ich so lange? Ich will nicht verbrennen. Hallo. Wasser. Ich starre die ganze Zeit meinen Wassereimer an. Ich sollte mir vielleicht demnächst dann auch mal anfangen, vielleicht so ein... Ach ja, ich habe das Bett immer noch nicht hin... Wenigstens hört es auf zu regnen. Verbrennt. Und lasst mich in Ruhe. Ich bin angepisst. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Und lasst die Pferde in Ruhe. Ich habe jetzt so viel Zeit gehabt, aus dieser brenzlichen, im wahrsten Sinne des Wortes, brenzlichen Lage herauszukommen. Und ich hab's nicht hingekriegt. Vor lauter Labern. Ich bin über meine eigene Inkompetenz sowas von erschüttert.
Ich sitze hier nur noch und schüttel mir den Kopf. Hier wächst auch nichts. Ich nehme ein paar Möhrchen mit. Eine. Da wächst auch was. Das ist ja nett. Ja, wir begeben uns direkt wieder in die Höhle zurück und sehen zu, dass wir wenigstens doch die Sachen wieder gerettet kriegen. Ach, ernsthaft? Ist es denn wahr? Ja, und da festigt sich eigentlich mein Entschluss, dass das ausgewählte Modpack, das auch schon installiert und fertig darauf wartet, gezockt zu werden, sehr gut gewählt ist. Da werde ich sicherlich auch die schönsten Möglichkeiten finden, um so peinliche Abkack-Momente zu kreieren, wie das jetzt gerade eben schon wieder. Seid mal ehrlich, wie haltet ihr das aus, meine Videos überhaupt anzugucken? Genau. Dexter war zwischenzeitlich auch schon geflüchtet, er konnte sich das auch nicht mehr mit ansehen. Ist aber jetzt gerade wieder da, läuft jetzt auch schon wieder quer über den Tisch sonst wohin. Hallo? Ja. Gut. Ja, genau. Ich kann ja schon mal ein bisschen ansprechen, wie die Pläne für das Wochenende ausschauen. Und wie sich das auch in Zukunft verhalten wird, jetzt, wenn ich ein weiteres Projekt anfange. Ich möchte euch ein bisschen mehr Abwechslung bieten, im Sinne von nicht nur jeden Tag, oder besser gesagt, jeden Tag ein Video. Oh, scheiße, ich habe das ganze Wasser weggemacht. Ein Video von meinem 1.8 Minecraft Let's Play. Das wird sich abwechseln. Also es wird jetzt heute Nacht mal eine Doppelfolge geben, sprich eine Folge 1.8. YOLO! Nein! Ja! Oh. Entschuldigung. Genau. Ich werde jetzt direkt im Anschluss eine Folge auch noch gleich mit dem neuen Modpack aufnehmen. Und ab morgen wird sich dann so verhalten. Ein Tag 1.8, ein Tag Modpack. Und ja, immer so weiter. Würde ich jetzt jeden Tag zwei Videos machen, das könnte ich am Wochenende, sprich mein Wochenende ist montags bis mittwochs, da könnte ich das einigermaßen halten. Ich würde aber sehr, sehr stark ins Trudeln geraten, wenn ich quasi ansonsten nach der Arbeit immer zwei Videos machen müsste. Das würde nur nach hinten losgehen, das hätte nicht wirklich Langzeitsinn. Von dem her wechsle ich die Videos einfach ab. Ansonsten spezielle Pläne für dieses Wochenende. Ab morgen geht das YouTube Creator Academy Bootcamp los, für das ich mich angemeldet habe. Irgendwo hinten müssen meine ganzen Sachen sein. Sprich, da werde ich dann ordentlich damit beschäftigt. Oh, scheiße. Oh. Gefällt mir nicht. Ich muss doch im Endeffekt nur da hoch irgendwie. Oh, scheiße. Wo waren meine Sachen? Da, Rettung. Rettung. Schnell. Werde ich von irgendwas verfolgt? Sieht nicht so aus. Okay. Ja, also YouTube Creator Academy Bootcamp startet morgen. Sprich, es ist dann für mich sowas wie eine Art Schule. Ich werde dann lernen,
wie ich meinen Kanal richtig einrichte, wie ich die Videos ordentlich präsentiere. Lauter solche netten Sachen. Wird mir helfen, wird euch helfen, dass ich qualitativ hochwertigeren Inhalt an euch herantragen kann. Sollte also durchaus Sinn machen. Ja. Ansonsten habe ich auf jeden Fall vor, neben den ganzen Dingen, die mir während dieser Lektion über einen Zeitraum von 2 Wochen hinweg aufgetragen werden, möchte ich auf jeden Fall zusehen, dass ich vielleicht einen eigenen Background erstelle für meinen Channel. Es fehlt irgendwie noch irgendwie, ja. Und ich habe auch nochmal vor, meine Videos durchzugehen, ob ich irgendwo Anmerkungen setzen kann. Ich glaube, ich habe auch schon, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen dabei bin und... Diamanten! Dadurch, dass ich jetzt schon ein bisschen dabei bin und ein bisschen was abgeloadet habe, ein paar Funktionen mehr gekriegt. Ich muss da mal gucken, ob ich vielleicht auch einen direkten Abonnement-Funktion einrichten kann. Also, ja, einfach mal gucken, wie es um meinen Channel steht. Ein bisschen polieren, ein bisschen putzen, ein bisschen aufräumen. Ja. Kanalpflege betreiben. So, das sind so die Pläne für dieses Wochenende. Und natürlich auch weiterhin jeden Tag ab morgen abwechselnd ein Diamant. Willst du mich natzen? Abwechselnd Minecraft 1.8 und eben das Modpack. Ich meine, zum Zeitpunkt, wo ihr dieses Video guckt, wird kurz darauf eh schon das Modpack hochgeladen werden, sprich es ist kein Geheimnis mehr. Dennoch möchte ich das jetzt nicht so breit treten. Einfach, weil ich es kann. Ich will das aber so. Ja. Macht nicht viel Sinn. Ist mir egal. Es muss keinen Sinn machen, was ich vorhab, was ich mache. Macht das überhaupt Sinn? Genau, geht kaputt. So, wir haben einen Diamanten. Guck mal schnell auf den Tacho. Ja. Wir haben noch 10 Minuten. Wer Nummer 12 gesehen hat, weiß, was in 5 Minuten alles passieren kann. So. Also ich möchte schon, also ich habe ja anfangs gesagt, ich möchte meine Videolänge so im Format von ca. 15 bis 20 Minuten halten, glaube ich, war das. Hat sich jetzt doch auf 25 bis 30 Minuten eingependelt. Ich meine, macht auch mehr Sinn. Ich brabbel anfangs meistens immer viel, bevor ich überhaupt in die Puschen komme. Bin mir dann selbst noch ein bisschen unsicher, was ich genau mache. Nehmen wir, macht das schon Sinn, auf 25 bis 30 zu erhöhen. Ich gucke jetzt einfach mal in den Lavateich herum, ob da sich noch irgendwie Diamant befindet. Wie geht das mit 1.8 weiter? Ich habe mich da mit meiner zukünftigen Kanalkollegin schon mal kurz geschlossen. Ein sehr, sehr brauchbares Feedback bekommen. Dafür an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön. Es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ihr sie auch in meinen in den Videos hier begrüßen könnt. Aber lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall spaßig. Das steht fest. Sie wird dann auch die tragende Kraft sein, die andere Games promoten wird auf dem Kanal hier. Sie hat richtig Bock drauf, Horror-Games und sowas dann zu spielen. Vermutlich dann auch direkt zum Start mit Facecam. Ich meine, zu hören, wie sich jemand erschrickt und schreit, ist eins. Es zu sehen, ist das andere. Da hat sie richtig Bock drauf. Vielleicht wird sie mich auch dazu bringen, dass ich dann sowas mache. Sprich, wem ich hier noch nicht genug komisch rumschrei und rumstöhn und was nicht alles, der sollte auf jeden Fall dann abwarten, bis das losgeht. Für 1.8. Diamanten! Mein Gott, hoffentlich mal mehr als bloß einer. Ja. Ich werde mich... Kann sein, offscreen. Weil ich weiß nicht, wie schnell ich hier wieder rausfinde, ob da nicht nochmal irgendwas passiert. Ich hoffe nicht, wäre schade, wenn ich es offscreen mache und das dann eintrifft, dass ich hier aus der Höhle wieder rauskomme.
mit zwei mindestens weiteren Diamanten können wir zumindest schon mal eine Spitzhacke machen. Um so dann vielleicht auch mal einen Ausflug in den Nether zu machen. Demnächst. Aber ansonsten will ich dann auch loslegen mit einem etwas größeren Bauprojekt. Zu welchem ich jetzt auch noch nicht viel verraten möchte. Das werdet ihr dann sehen. Oh, es sind mehr. Es sind mehr. Oh, 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 ja. Oh, viele Diamanten. Leck mich fett, das sind mindestens 5. 6, 7. Oh, 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 sehr schön. Endlich mal Glück gehabt. Wir haben jetzt 8 Diamanten insgesamt. Wie viel waren das? 2, die wir noch oben liegen haben. Sprich 10 Stück. Das reicht für ein Enchantment Table dann auch noch bald. Top, 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 top. Okay, was sagt der Tag? Wir nähern uns langsam dem Feierabend für dieses Ding. Ach, langsam, wir haben noch 6 Minuten. Da ich, dass ich die ganze Zeit brabbeln muss, kommen mir wahrscheinlich die Zeiten sowieso länger vor als euch dann im Endeffekt. So, vielleicht finden wir noch was. Vielleicht haben wir eine richtige Glückssträhne in dieser Folge, nachdem wir nochmal gestorben sind. Schauen wir mal da lang. Ne? Da ist mal nix in Sicht. Mein lieber Herr Gesangsfeind, jetzt darf mir aber auch nichts mehr passieren. Ich sollte hier nicht so rumgrölen. Nachher passiert echt noch was. Gut, die Axt verabschiedet sich jetzt auch bald. Ich versuche mir mal das Örtchen hier zu merken. Aber ich sehe da auch nicht sonderlich viel jetzt. Komm, verbraten wir ihn noch. Gucken wir wenigstens da hinten noch in die Ecke. Da noch direkt was uns entgegenlacht. Nee. Okay. Somit beende ich die Folge jetzt hier direkt auch. Ich stelle mich nur noch an eine etwas passendere Position, damit nicht gleich wieder irgendwas Beschissenes passiert. Wie gesagt, ich werde mich off-stream auf dem Weg, oder off-camera, auf dem Weg nach Hause machen. Damit wir in der nächsten Folge dann direkt losgehen können mit dem eigentlichen Bauprojekt. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, wird auch einiges an Recherche für mich nochmal bedeuten. Denn ich habe größere Bauwerke vor, so wie kann ich noch verraten, die ich nachbauen werde. Also ich bin selbst ja nicht so kreativ. Von dem her werde ich das nachbauen und dementsprechend dann immer für jede Folge, in der ich an diesem Bauprojekt weiterarbeite, Segmente vorbereiten, so dass ich da nicht anfangen muss, permanent auch nachzugucken, was als nächstes dran ist. Und das hier noch mit, bevor ich im Bus blöd rumstehe. Ja, seid darauf auf jeden Fall mal gespannt. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr euch darüber freut, dass ich 8 Diamanten jetzt hier nochmal gefunden habe, trotz dass ich draufgegangen bin, richtig professionell. Ich meine, sowas kann jedem passieren. Ja. Okay, vielleicht nicht ganz hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Ich werde das Wort irgendwann mal noch am Stück rauskriegen, denke ich. Damit helft ihr mir extrem weiter. Oder haut den Like-Button mal ordentlich, sprich Daumen nach oben. Hinterlasst Kommentare, wenn irgendwas euch sauer aufstößt oder wenn ihr einfach nur was loswerden wollt oder sonst was. Was es auch immer ist, haut es einfach irgendwo hin. Randaliert, eskaliert mal ordentlich auf meinem Kanal. Würde mich echt freuen. Ja. Würde es wirklich. In dem Sinne, wir sehen uns wahrscheinlich gleich in der ersten Folge mit des weiteren Projekts. Ansonsten sehen wir uns in Folge 15 des Minecraft 1.8 Let's Plays. Ich bin euer Chibi Dexter und wünsche euch was auch immer. Schönen Tag, eine gute Nacht, wann immer ihr das Video guckt. Bis zum nächsten Mal.